6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Startschuss zum 19. Köpenicker Altstadtlauf der TIB 1848. Das Signal für die rund 500 ambitionierten Hobbyläufer gab diesmal die fünffache Olympiasiegerin Claudia Pechstein. Treffpunkt war traditionell am Mögelturm. Anmelden, kleine Stärkung, ein wenig Dehnen und ab ging's auf eine der schönsten Laufstrecken Berlins. 10 Kilometer durch den Mögelforst, entlang an Mögelsee und Mögelspree bis in die Altstadt Köpenick. Und alles bei schönstem Frühlingswetter. Tausend Dank an die TIB, die macht es super, ist schon seit Jahren. Und man kann sich eigentlich keine schönere Laufveranstaltung in Berlin wünschen. Klein, fein und gut organisiert. Ja, klasse. Sicherlich ein Grund, weshalb sich der Lauf seit Jahren wachsender Beliebtheit erfreut. Auch bei Läufern von außerhalb. Er lief sich wunderschön, ich bin die Strecke noch nie gelaufen, aber auf jeden Fall jedes Jahr von nun an wieder. Ja, das war schön, Wetter war optimal, nie so warm, nie so kalt. Und da habe ich ein paar Berliner getroffen. Am Ziel angekommen gab es dann die verdiente Stärkung auf dem Hof der Freiheit 15. Es gewannen übrigens Mariam Kostanian bei den Damen und Sven Pretorius bei den Herren. Und wer weiß, vielleicht startet Claudia Pechstein auch den 20. Köpenicker Altstadtlauf im nächsten Jahr. Diesmal vielleicht sogar mit Mikro. Ich habe kein Mikro, aber ich wünsche euch ganz viel Spaß und auch Erfolg.